Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank, Herr Kommissar, der Ratspräsidentschaft und insbesondere den beiden Berichterstattern, die zusammen mit dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Herrn Lamassoure, eine hervorragende Arbeit geleistet haben. 17 Stunden haben die 10 Verhandlungen im Vermittlungsverfahren gedauert, von denen das Europäische Parlament gute 2 Stunden mit dem Rat gesprochen hat. Vielleicht wäre es das nächste Mal sinnvoll, wenn der Rat seine Verhandlungen nicht während des Vermittlungsverfahrens führt, sondern vorher zu einer gemeinsamen Position gekommen ist. Das wird die Arbeit für uns alle erleichtern und den Samstagmorgen etwas verlängern. Nichtsdestotrotz haben wir uns nominell auf einen sinnvollen Haushalt geeinigt. Wir sind dem Rat entgegengekommen. Die Höhe der Zahlungen ist auf 129 Milliarden entsprechend den Ratswünschen begrenzt. Die Zahlung der Verpflichtungsermächtigungen sind auf 147 Milliarden festgelegt, das, was wir uns als Parlament vorgestellt haben. Ich glaube, wir sollten uns nur nichts vormachen. Wir schieben hier eine durchaus gefährliche Lawine vor uns her. Wenn der Rat bereit ist, über Nachtragshaushalte die eingegangenen Verpflichtungen zu finanzieren, wäre mir persönlich das Bekenntnis lieber, dass man von vornherein einen Haushalt aufstellt, der eine klare Finanzierungsgrundlage hat und wir das nicht über Änderungshaushalte kontinuierlich regeln werden müssen. Das verlagert das Problem nur in die Zukunft. Ein weiteres Problem, das sich aufgezeigt hat, ist die Tatsache, dass die Europäische Union durchaus mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung braucht. Und das wird ja auch von allen einhellig, auch aus den Mitgliedstaaten, unterstützt. Es funktioniert nur nicht bei einem gedeckelten Haushalt, wenn man nicht bereit ist, von einem dogmatischen Bestandsschutz und Subventionsdenken abzuweichen. Wenn wir nicht umschichten zugunsten von Forschung und Entwicklung und der Strategie 2020, werden wir diese Prioritäten nicht erfüllen können. Gleichzeitig haben wir aber auch gezeigt, dass in Zeiten, in denen die Bürger ihre Gürtel enger schnallen müssen, das Europäische Parlament dies auch tun kann. Insbesondere danke ich da dem Kollegen Fernandes, der das hervorragend in die Wege geleitet hat. Wir sind zu einem guten Ergebnis gekommen. Zustimmen werden wir können. Ob es aber langfristig der richtige Ansatz ist, darüber werden wir noch zu diskutieren haben. Herzlichen Dank.